Das langfristige Ziel unseres Sonderforschungsbereichs steht darin, die Charakteristika von Mikroplastik zu entschlüsseln, die möglicherweise für schädliche Effekte in der Umwelt und für Organismen verantwortlich sind, um auf diesen Erkenntnis aufbauend Lösungsansätze für die Zukunft zu entwickeln, beispielsweise neue Materialien, die dann Eigenschaften aufweisen, die nicht schädlich für die Umwelt sind. Da jedes große Müllfragment aus Kunststoff, das wir unsachgemäß in die Umwelt entsorgen, irgendwann auch zu Mikroplastik werden kann und somit eben auch von uns eingeatmet werden kann oder auf unserem Teller landet, sollte jeder angehalten sein, keinerlei Kunststoffmüll, sei es auch nur ein Bonbonpapier, unsachgemäß in die Umwelt zu entsorgen. Die langfristige Vision unseres Sonderforschungsbereiches, aber auch für mich als Wissenschaftler, ist, dass wir als Umweltwissenschaftler eng zusammenarbeiten mit Chemikern, aber auch mit Materialwissenschaftlern, um für die Zukunft nachhaltige Produkte zu entwickeln, die dann nicht mehr schädlich für die Umwelt sind. Ich habe jeden Tag Freude und Begeisterung an der Forschung, das heißt, ich komme jeden Tag zum Staunen, denn die Arbeit mit Organismen und mit der Natur bewegt einen jeden Tag zum Staunen. Aber bezüglich der Thematik Mikroplastik war ich verwundert, gerade in der Interaktion mit unseren Polymerchemikern, in welchen Lebensbereichen tatsächlich überall Kunststoffe zu finden sind. Ja, vielen herzlichen Dank für die netten einführenden Worte und natürlich auch für die Einladung hier zu dieser Vortragsreihe Exkurs von der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Sehr geehrte Damen und Herren, es ist mir eine besonders große Freude, dass ich Ihnen in meiner Heimatstadt München, wie Sie wahrscheinlich hören, einen Einblick in unsere Forschung zum Thema Mikroplastik geben kann. Und ich freue mich besonders, auch hier heute in diesem Raum zu sein, denn hier an der Bayerischen Staatsbibliothek habe ich während meiner Doktorarbeit nicht nur Literatur gesucht, sondern diese auch gelesen. Und nun werde ich ein bisschen dazu übergehen, Ihnen zur Thematik Mikroplastik mehr zu erzählen, und ich habe auch mir erlaubt, leicht den Titel des Vortrags zu ändern in Mikroplastik in der Umwelt, kleine Teilchen, große Wirkung, Fragezeichen. Die Thematik Mikroplastik, und das wissen Sie wahrscheinlich alle, findet sich mittlerweile fast, ich würde sagen, wöchentlich in den Medien. Allerdings, aus rein wissenschaftlicher Sicht, ist die Thematik schon sehr alt. Denn der erste Bericht zu Mikroplastik in den marinen Ökosystemen wurde in der sehr renommierten Fachzeitschrift Science bereits 1972 publiziert. Und nach dieser Zeit war es ziemlich ruhig um die Thematik. Weder in der Wissenschaft noch in der Öffentlichkeit gab es große Aufmerksamkeit zur Thematik Plastikmüll in der Umwelt oder Mikroplastik. Die Thematik hat erst dann Fahrt aufgenommen, circa 2004, als Richard Thompson sein Paper ebenfalls in Science, Lost at Sea, Where's All the Plastics, publiziert hat. Und fast 10 Jahre später hat der gleiche Autor dann gefordert, dass Plastikmüll oder Plastik per se als Gefahrenstoff eingestuft werden sollte. Allerdings, und ich wechsle hier bewusst die Begrifflichkeit, Plastik oder Kunststoffe per se sind erstmal kein Gefahrenstoff, sondern auch eine sehr große Erfolgsstory. Denn seit der Entwicklung der ersten Massenkunststoffe um 1940, als die Nylonstrümpfe auch auf den Markt kamen, sind Kunststoffprodukte aus keinem Industriezweig mehr wegdenkbar, sei es die Automobilindustrie oder die Biomedizin. Und Kunststoffe begegnen uns dementsprechend auch täglich in unserem Alltag. Unser Morgen beginnt im Regelfall mit Kunststoffen, dann ist unser täglicher Einkauf von Kunststoffprodukten umgeben. Auch was unsere Kommunikation betrifft, spielen Kunststoffe eine große Rolle. Und für die Jüngeren im Raum, die es nicht mehr wissen, links oben ist auch ein Telefon. Aber auch in unserer Mobilität spielt natürlich Kunststoff eine sehr große Rolle, egal wie wir uns fortbewegen. Aber auch was Lebensmittelsicherheit betrifft, spielen Kunststoffe eine sehr große Rolle. Und Kunststoffe sind auch ein sehr wichtiger Bestandteil in unserer Forschung, aber eben auch in der Medizin und der Therapie. Und ich würde auch diesen Vortrag nicht so bequem und komfortabel halten, wenn es keine Kunststoffe geben würde. Aus diesem Grunde sind Kunststoffe natürlich auch ein sehr wichtiger Wirtschaftsfaktor in Europa, und sehr viele Arbeitsplätze hängen an der Kunststoffindustrie. Und aus diesem Grunde ist es auch nicht besonders erstaunlich, dass tatsächlich die weltweite Plastikproduktion exponentiell angestiegen ist, von 1,7 Millionen Tonnen zur Zeit, als die Nylonstrümpfe auf den Markt kamen, auf über 360 Millionen Tonnen momentan zur heutigen Zeit. Jetzt stellt sich die Frage, warum ist dieser Problemlöser eigentlich zum Problem geworden? Das liegt daran, dass die letzten Jahrzehnte sich eigentlich niemand darum gekümmert hat, was mit diesem Kunststoffmüll eigentlich passiert.
Denn seit den frühen 60er Jahren wurde die Wegwerfgesellschaft als die Art des Lebens propagiert. Und da 40% der kunststoffverarbeitenden Industrie in der Verpackungsindustrie liegt, ist natürlich auch die Menge an Verpackungsmüll ebenfalls rapide angestiegen. Und leider Gottes wird einiges von diesem Kunststoffmüll eben auch unsachgemäß in die Umwelt entsorgt, und diese Bilder kennen wir leider alle. Hierbei schätzt das Weltwirtschaftsforum, dass 32% allein des Verpackungsmülls unsachgemäß weltweit in die Umwelt entsorgt wird. Und was passiert nun in der Umwelt mit diesem Plastikmüll? Und das ist eine meiner Lieblingswerbungen aus der Verpackungsindustrie. Flexible plastic packaging can go places some others can't. Und damit haben sie natürlich recht, denn mit dem Wind und den Meeresströmungen wird Kunststoffmüll in alle Ecken unserer Erde verdriftet. Dabei schätzt man momentan, dass die Abbauzeit der unterschiedlichen Kunststoffsorten bis zu hunderte von Jahren andauern könnte. Und das würde bedeuten, dass alles an Kunststoffmüll, das bis dato tatsächlich in die Umwelt entlassen wurde, entweder als großer Müll oder als kleine Kunststofffragmente, sich immer noch in der Umwelt befinden. Allerdings sehen Sie hier bereits das erste Fragezeichen in meinem Vortrag. Denn eigentlich wissen wir, das heißt ich und meine Kollegen, bis dato immer noch nicht, wie lange es tatsächlich andauert, bis die unterschiedlichen Kunststoffsorten in der Umwelt tatsächlich abgebaut sind und nicht in immer kleinere Fragmente zerfallen. Und auch, und Sie haben es vorher gerade angesprochen, selbst der biodegradierbare Kunststoff, und das konnten wir zusammen mit Arbeitskollegen von den makromolekularen Chemikern hier an der Universität Bayreuth eben auch nachweisen, dass selbst sogenannter biodegradierbarer Kunststoff unter Umweltbedingungen sehr schlecht abbaubar ist. Was man momentan annimmt, was mit dem Großteil des Kunststoffmülls passiert, ist, dass ein Großteil dieses Mülls über Flüsse in die Weltmeere eingetragen wird. Und was man hier sieht, ist ein ganz drastisches Beispiel, der sogenannte Citarum River in Indonesien. Und was Sie hier sehen, ist keine bunt gepflasterte Straße, sondern tatsächlich die Oberfläche dieses Flusses. Allerdings, wir hatten selber ein Projekt am Citarum River, sieht dieser Fluss zum Glück nicht mehr ganz so aus, wie er zu dieser Zeit ausgesehen hat. Allerdings nimmt man an, dass bis zu 12 Millionen Tonnen jährlich über die Flüsse weltweit in unsere Meere eingetragen werden. Was das bedeutet, denn Kunststoff ist in der Regel sehr leicht, und wir haben das mal zusammengerechnet. In Bayreuth hat man den gelben Sack als Recycling-System, und ein gelber Sack wiegt ca. 60 Liter, hat ein Volumen von 60 Liter und wirkt ca. 1 bis 5 Kilogramm. Und das ist die Menge an gelben Säcken, die tatsächlich jährlich über die Flüsse weltweit in die marinen Ökosysteme eingetragen werden. Das heißt, es ist eine ziemliche Menge an Plastikmüll, der jährlich in die marinen Ökosysteme tatsächlich gelangt. Was passiert nun im Meer mit diesem Plastikmüll? Sehr viele Kunststoffe sind leichter als Wasser und schwimmen erstmal an der Wasseroberfläche. Und von dem her schätzt man, dass bis zu 5 Billionen Plastikpartikel sich an der Wasseroberfläche befinden. Hierbei haben Sie wahrscheinlich alle schon mal von dem Great Pacific Garbage Patch gehört. Und jetzt meine interaktive Frage: Wie stellen Sie sich denn diesen Great Pacific Garbage Patch vor? Das heißt, wie Sie sagen, Inseln aus Plastikmüll, und so wird es auch meistens dargestellt, wie beispielsweise hier bei Explained TV. Es wird so dargestellt, dass man richtig große Inseln von Plastikmüll und Plastikteppichen auf den Meeren hat. Das heißt, dass man richtig große schwimmende Inseln in diesen großen ozeanischen Wirbeln hat. Allerdings ist es ein urbaner Mythos. Es gibt keine geschlossenen Plastikteppiche oder Müllinseln auf unseren Weltmeeren. Denn weder durch Satellitenaufnahmen noch durch Luftbildaufnahmen sind irgendwelche großen schwimmenden Plastikinseln auf unseren Weltmeeren detektierbar. Es handelt sich dabei eher um kleine, unterhalb der Wasseroberfläche treibende Fragmente. Bedeutet, so sieht der Great Pacific Garbage Patch wirklich aus, nämlich ein blauer Ozean. Nur diese rot umrandeten Partikel, dabei handelt es sich tatsächlich um Plastikfragmente in diesem Great Pacific Garbage Patch. Die meisten Plastikpartikel findet man tatsächlich unterhalb der Wasseroberfläche, sodass man nicht nur im Great Pacific Garbage Patch, sondern in allen ozeanischen Wirbeln eine größere Ansammlung von kleinen Mikroplastikpartikeln dort findet. Aber es handelt sich dabei nicht um irgendwelche riesigen schwimmenden Plastikinseln. Was, glaube ich, weniger bekannt ist, dass der Großteil des Plastikmülls irgendwann mal durch Alterungsprozesse, aber auch durch Besiedlung von Organismen schwerer wird und dann auf den Meeresgrund sinkt. Und von dem her findet man das meiste an Plastikmüll mittlerweile tatsächlich auf dem Meeresgrund.
Und hierbei findet man selbst Plastikpartikel oder auch große Plastikfragmente in unseren Tiefseegräben. Und das sind Studien von Kollegen vom Alfred-Wegener-Institut, die zeigen konnten, dass im sogenannten Hausgarten zwischen Island und Grönland auf 6000 Meter Tiefe sich immer noch Plastikmüll befindet. Und ein Teil des Plastikmülls wird natürlich auch von den marinen Ökosystemen wieder an die Küste angeschwemmt. Diese Bilder, glaube ich, kennen Sie alle. Und es gibt auf Hawaii einen Strand, der nennt sich Plastics Beach. Und dort findet sich tatsächlich viel Plastik. Und mittlerweile bilden sich an diesem Plastic Beach Verpackungen von Sediment und Plastik. Das heißt, es bilden sich sogenannte Plastiksteine, die möglicherweise späteren Generationen als Anzeiger unseres Plastic Age dienen können. Dementsprechend findet sich Makroplastik, großer Plastikmüll, wirklich überall auf unserer Erde. Aber, und so lautet ja auch die Thematik unseres Vortrags heute, bleibt Makroplastik nicht Makroplastik, sondern aus Makroplastik wird irgendwann mal Mikroplastik. Ist keine wirkliche rein wissenschaftliche Definition, als Mikroplastik Teilchen zu bezeichnen, die kleiner als 5 mm sind. Das Ganze ist aber historisch bedingt und somit ist man bei der Definition geblieben, dass Mikroplastik Plastikfragmente sind, die kleiner als 5 mm sind und sich in der Umwelt befinden. Dabei sind die Quellen von Mikroplastik in die Umwelt sehr mannigfaltig und das ist ein Bericht aus dem Spiegel ungefähr vor 3 Jahren. Dort wurden 4 große Quellen genannt, zum einen der zermahlende Großmüll, zum anderen aber sogenannte Rohplastikpellets, die von der Plastikindustrie bei der Verarbeitung, aber auch beim Transport verloren gehen. Und diese Rohplastikpellets findet man mittlerweile an allen Stränden fast weltweit und auch an sehr vielen Flussufern. Zudem gelangt sogenanntes primäres Mikroplastik, mittlerweile als primäres Mikroplastik Typ A bezeichnet, das beispielsweise Haushaltsreinigern oder Kosmetika direkt beigemengt wird und über die Kanalisation oder direkt in die Umwelt gelangen kann. Und primäres Mikroplastik Typ B, das sind Fasern aus synthetischer Kleidung, die dann über die Waschmaschine oder eben auch direkt durch das Tragen der Kleidung dann in die Umwelt gelangen kann. Das sind aber bei weitem nicht alle Quellen von Mikroplastik in der Umwelt, sondern die Quellen sind sehr, sehr mannigfaltig, hier ganz kurz dargestellt. Momentan schätzt man, dass die hauptsächlichste Quelle von Mikroplastik in die Umwelt vor allem der Verkehr darstellt, über Reifenabrieb, aber auch über Abrieb von Fahrbahnbelägen. Zudem gelangt auch sehr viel Mikroplastik über Abrieb an Baustellen und natürlich auch, wie man hier sieht, wenn Kunststoffrohre geschnitten werden in die Umwelt. Zudem wird natürlich auch in der Landwirtschaft sehr viel Kunststoff verwendet und auch dort gelangt sehr viel Mikroplastik in unsere Umwelt. Und natürlich auch alle Produkte, die wir auch Kunststoff verwenden und die wir öffnen und schließen, auch dort generieren wir Mikroplastik. Beispielsweise, wenn Sie auf einem Kunststoffbrett Ihr Brot schneiden, auch dort generieren Sie kleine Stückchen von Mikroplastik. Das heißt, auch wir erzeugen relativ viel Mikroplastik in unserem täglichen Gebrauch. Und all dieses Mikroplastik wird entweder über die Atmosphäre oder direkt ins Wasser eingeleitet oder gelangt dann über unsere Kanalisation in die entsprechenden Gewässer. Und von dem her nimmt man mittlerweile an, dass all dieses Mikroplastik irgendwann in das Meer transportiert wird und von dem her findet man im Meer natürlich große Mengen, nicht nur an Makroplastik, sondern eben auch an Mikroplastik. Wie hier von Zeit Online geschätzt, ist es eine enorme Zahl an Plastikteilchen, die geschätzt haben, was sich momentan in den Ozeanen befindet. Bedeutet, Mikroplastik ist wirklich überall in unseren Weltmeeren. Von der Arktis bis hin zu unbewohnten tropischen Inseln. Das heißt, Mikroplastik findet sich wirklich überall in unseren Weltmeeren. Und so wird es auch immer dargestellt. Plastik endet in den Weltmeeren. Das heißt, egal was wir an Plastik produzieren, irgendwann endet alles im Meer. Das sagt sowohl wie hier der WWF als auch Plastics Europe. Plastik gehört nicht ins Meer und Plastik endet immer im Meer. Jetzt stellt sich aber die Frage, ist es wirklich nur ein marines Problem? Denn wir wohnen alle nicht am Meer und es ist zwar schlimm, wenn das ganze Meer voller Plastik ist, aber es wird natürlich immer schlimmer, je näher es vor unserer eigenen Haustür ist und je mehr wir davon betroffen sind. Deswegen haben wir uns die Frage gestellt, schon vor ein paar Jahren, ist es tatsächlich nur ein marines Problem? Und dabei gehen wir mit der Historie einen Schritt weiter, nämlich Mikroplastik in Süßgewässerökosystemen. Und dabei wurden diese Süßgewässerökosysteme hauptsächlich immer nur als Eintragspfade für das marine System gesehen und das marine System wurde als einzige Senke betrachtet.
Allerdings, und es ist mir eine große Freude, ich sehe ihn zwar gerade nicht, aber wir konnten vor mittlerweile schon 7 Jahren zeigen, dass auch Süßgewässer tatsächlich eine Senke für Mikroplastik darstellt. Und wir haben diese Studie am Gardasee durchgeführt und federführend war hier der Hannes Imhoff, einer meiner ehemaligen Doktoranden, der mit mir diese Thematik auch groß gemacht hat, der heute auch hier im Saal sitzt. Und dabei hatten wir sehr große Presseresonanz durch diese Studie. Und beispielsweise hat hier Rai Uno bei uns angerufen und gefragt, ob wir die Studie am Gardasee durchgeführt hätten, um den Touristenstrom in Bayern zu halten und damit keiner mehr an den Gardasee fährt. Das war natürlich nicht ganz unsere Intention, sondern eigentlich ist der Herr Imhoff ein passionierter Mountainbiker und war erst Mountainbiken und hat dann hier die Proben genommen. Und von dem her kam es dazu zustande, dass wir tatsächlich am Gardasee die ersten Proben genommen haben, die wir dann veröffentlicht haben. Wir waren natürlich nicht die Einzigen, die Mikroplastik in Süßgewässern sich näher betrachtet haben. Und egal, ob man in sehr stark urbanisierten Gebieten wie in den Great Lakes nach Mikroplastik forscht oder in sehr entlegenen Gegenden wie in mongolischen Seen, man hat teilweise sehr viel Mikroplastik in diesen Süßgewässern gefunden. Das Gleiche gilt auch für Flussökosysteme. Auch in Flussökosystemen hat man weltweit sowohl im Wasserkörper als auch in Flusssedimenten mittlerweile Mikroplastik nachweisen können. Und wir haben hierbei eine Studie mit 5 Bundesländern durchgeführt, initiiert vom Bayerischen Landesamt für Umwelt, um zu sehen, wie denn unsere Flüsse eigentlich mit Mikroplastik belastet sind. Und dabei konnten wir schon erstmal sehen, dass unsere Flüsse auf den ersten Blick zum Glück nicht so aussehen wie der Citarum River, sondern sie sehen eigentlich sehr sauber aus. Allerdings, wenn man sich die Proben genauer ansieht, sieht man, dass jeder kleine weiße Punkt hier, also sieht man nicht, aber ich kann es Ihnen sagen, dass es war, tatsächlich ein Polystyrolkügelchen war, bedeutet, dass wir auch in unseren Gewässern doch einiges an Mikroplastik finden. Und dies deckt sich auch mit einer Studie vom Fraunhofer Umsicht, die davon ausgehen, dass in Deutschland schon mehr Mikroplastik in die Umwelt emittiert wird als Makroplastik. In unserer Studie konnten wir zeigen, dass zwischen 3 und 200, circa 210 Mikroplastikpartikel sich pro Kubikmeter Wasseroberfläche befinden. Allerdings muss man diese Studie auch ein bisschen mit Bedacht sehen, weil wir haben die Proben damals mit einem Manta-Netz genommen und dadurch ist man durch die Netzgröße dieses Netzes natürlich limitiert, sodass die Werte, die wir angegeben haben, natürlich nur vollquantitativ zu betrachten sind bis zu einer Größe von 300 Mikrometern. Trotzdem, wenn man sich diese Mikroplastikpartikel noch genauer anschaut, und das haben wir auch in der Arbeit vom Herrn Imhoff näher gemacht, sieht man, dass selbst diese ganz kleinen Mikroplastikpartikel, die kleiner sind wie der Durchmesser eines Haares, in immer noch kleinere Plastikpartikel zerfallen. Und das bedeutet, je besser die analytischen Methoden werden, hier sehen Sie wieder den Namen Imhoff, umso mehr kleine Mikroplastikpartikel finden wir natürlich in den Ökosystemen. Und je kleiner diese Partikel in den Süßgewässerökosystemen sind, umso größer ist auch die Gefahr, dass diese Plastikpartikel vom Wasserkörper über die sogenannte hyporäische Zone dann eben auch ins Grundwasser gelangen können. Und das konnten wir in Zusammenarbeit mit den Hydrologen an der Universität Bayreuth zeigen, dass tatsächlich die Möglichkeit besteht, dass die ganz kleinen Mikroplastikpartikel auch ins Grundwasser gehen können, obwohl die einzigen Studien, die es momentan zu Trinkwasser gibt, eine sehr geringe Belastung von Trinkwasser momentan aufzeigen. Dennoch sind wir mit der Mikroplastikanalyse in Süßgewässern immer noch am Anfang. Das heißt, wir haben wahrscheinlich erst die Spitze des Eisbergs detektiert. Und obgleich wir wahrscheinlich nur die Spitze des Eisbergs detektiert haben, geht die Historie weiter. Und das ist hier schön dargestellt. Microplastics are everywhere in lakes, rivers and seas. Und man geht immer noch davon aus, dass sich Mikroplastik nur in Gewässern befindet. Wenn Mikroplastik aber tatsächlich überall ist, heißt es, dass Mikroplastik sich auch an Land befindet. Und damit beschäftigt man sich erst erstaunlicherweise seit 2 Jahren. Und das ist auch sehr schön zusammengefasst in einem Opinion Paper von Chelsea Rochman, Microplastics Research from Sink to Source. Denn die Autorin hat sich gewundert, dass eigentlich die Mikroplastikforschung im Meer begonnen hat und jetzt langsam sukzessive an Land übergeht, wo das meiste Plastik eigentlich an Land produziert wird und wie sie meint, hauptsächlich dann ins Meer transportiert wird. Aber es stellt sich die Frage, wird dieses Mikroplastik eigentlich alles ins Meer transportiert? Und genau diesen Aspekt schauen wir uns im Rahmen eines anderen Projektes an, PLAVES,
Und dabei untersuchen wir, wie viel Mikroplastik von Landökosystemen in die Flüsse gelangt und wie viel dann von den Flüssen in die marinen Ökosysteme weitergeleitet wird. Und im Rahmen dieses Projektes haben wir auch untersucht, wie landwirtschaftliche Flächen mit Mikroplastik belastet sind. Und wir konnten leider Gottes auch zeigen, dass auch hier in Bayern die Agrarflächen sowohl mit Makro- als auch mit Mikroplastik kontaminiert sind. Und je mehr Plastik auf diesen Agrarflächen verwendet wird, umso mehr Plastik findet man auch. Hier eine Studie von Kollegen aus China. Und die haben sehr viele Mulchfolien auf ihren Feldern verwendet und von dem her finden die sehr, sehr viel Mikroplastik auf diesen Agrarflächen. Dieses Plastik kommt auf die Agrarflächen durch unterschiedliche Wege. Zum einen natürlich über unsachgemäße Müllentsorgung. Auf der anderen Seite, gerade die kleinen Partikel werden auch über die Atmosphäre auf die Agrarflächen transportiert. Aber auch über den Klärschlamm kann Mikroplastik auf die Agrarflächen eingetragen werden und auch über den Kompost, sprich über organischen Dünger. Und es gibt aktuelle Studien, die zeigen, dass gerade Klärschlammaufbringung sehr viel Mikroplastik auf unsere Agrarflächen bringt. Denn das meiste an Mikroplastik bleibt in der Kläranlage im Klärschlamm hängen und wenn dieser Klärschlamm dann natürlich auf die Felder ausgetragen wird, wird mit dem Klärschlamm auch das Mikroplastik ausgetragen. Und diese Studie zeigt, je mehr Mikroplastik über den Klärschlamm ausgetragen wurde, umso mehr Mikroplastik findet man dann natürlicherweise auch in den Feldern. Das heißt, es wird nicht alles abgetragen und in die Flüsse gespült, sondern verbleibt eben auch in diesen Agrarflächen. Wir haben uns an der Universität Bayreuth mit Mikroplastik im organischen Dünger beschäftigt. Und im Prinzip ist natürlich organischer Dünger sehr wertvoll, das heißt, um ressourcenschonend Energie zu gewinnen, aber natürlich auch, um die Nährstoffe wieder auf die Agrarflächen zurückzubringen. Allerdings konnten wir leider Gottes zeigen, dass auch organischer Dünger als Vektor für Mikroplastik auf Felder dient. Und das ist hier sehr schön bei Spiegel Online dargestellt. Sie, ja, Sie sind das Problem. Denn wenn Sie selber mal in Ihre Biotonne schauen, werden Sie sehen, dass ganz selten die Biotonne nur gefüllt ist mit organischem Material, sondern sehr viel Plastik sich in der Biotonne befindet. Das Gleiche gilt auch für organischen Abfall aus Gartenbetrieben oder generell von Heimgärten. Auch dort findet sich leider Gottes sehr viel Kunststoff. Noch drastischer sieht das Ganze aus, wenn man sich den organischen Abfall von Supermärkten betrachtet. Was Sie hier sehen, ist organischer Abfall von Supermärkten und nicht der Kunststoffmüll. Und was damit passiert, das sieht man jetzt hier ganz schlecht, aber hier ist eine Schnecke. Und dieser Müll wird ausgepresst, sodass das organische Material weiterverwertet werden kann. Und durch diesen Pressvorgang entsteht leider Gottes auch sehr viel Mikroplastik. Für die Anlagenbetreiber ist es natürlich ein sehr großes Problem. Das heißt, die müssen den ganzen Kunststoff manuell aussortieren oder aussieben. Allerdings ist die Siebgröße in der Regel nicht kleiner als 15 mm, sodass Partikel, die kleiner als 15 mm sind, auch durch das Sieb durchgehen. Und da ändert sich zwar gerade was, aber Partikel kleiner als 2 mm im organischen Dünger wird nicht mal als Störstoff momentan gesetzlich betrachtet. Und von dem her war es nicht besonders verwunderlich, dass wir Mikroplastik in diesem organischen Dünger gefunden haben. Und gerade aus dem organischen Dünger, der aus Supermarktabfällen gewonnen wurde, haben wir tatsächlich pro Kilogramm Trockengewicht, und ein Kilogramm Trockengewicht ist nicht besonders viel, tatsächlich bis zu 900 Mikroplastikpartikel gefunden und nur große Mikroplastikpartikel von 1 bis 5 Millimetern. Das heißt, auch hier haben wir tatsächlich erst die Spitze des Eisbergs wahrscheinlich detektiert. Und eine kleine Hochrechnung hat von diesen Ergebnissen ergeben, dass über diesen Eintragspfad mehrere Milliarden Mikroplastikpartikel jährlich auf unsere Ackerflächen aufgetragen werden. Und dies deckt sich auch mit Studien von Schweizer Kollegen, die hochgerechnet haben, dass man an Land viel, viel mehr Plastik findet als in den aquatischen Ökosystemen, nämlich circa 40 mal mehr. Das heißt, die haben hochgerechnet, dass sich an terrestrischen Ökosystemen 40 mal mehr Plastik befindet wie in unseren Ozeanen. Und das bedeutet, Plastik ist nicht nur ein mögliches Problem für die Ozeane, sondern Plastik ist ein generelles Problem für die Umwelt und betrifft nicht nur die Ozeane. Dabei kann man sich aber die Frage stellen, was bedeutet es eigentlich, dass wir Milliarden an Mikroplastikpartikel in der Umwelt finden? Zum einen muss man bedenken, dass es sehr wenig vergleichbare Daten gibt. Denn leider Gottes benutzen alle Arbeitsgruppen, so auch wir, die sich mit der Thematik beschäftigen, unterschiedliche Methoden, um Mikroplastik aus den unterschiedlichen Umweltmatrizen zu identifizieren.
Und dies bedeutet, die meisten Daten, die Sie lesen, sind leider Gottes nicht miteinander vergleichbar. Und ein sehr schönes Beispiel dabei ist, Kollegen aus Österreich wollten auch Fischlarven fangen und haben in ihren Netzen mehr Plastik als Fischlarven gehabt und dann hochgerechnet, dass täglich ca. 4,2 Tonnen Plastik über die Donau ins Schwarze Meer eingetragen werden. Das österreichische Umweltbundesamt hat dann eine eigene Studie durchgeführt und dabei festgestellt, dass zwischen 25 und 145 Kilogramm Plastik pro Tag ins Schwarze Meer eingetragen wird. Und da ist doch eine gewisse Diskrepanz zwischen diesen beiden Werten. Und jetzt stellt man sich die Frage, woher kommt diese Diskrepanz? Liegt hauptsächlich daran, dass alle Studien zu Mikroplastik oder die meisten Studien zu Mikroplastik wirklich nur Momentaufnahmen darstellen. Und Mikroplastik, anders wie ein löslicher Schadstoff, ist nicht homogen in der Umwelt verteilt. Und das bedeutet, wenn ich heute hier genau an dieser Stelle nach Mikroplastik forschen würde, könnte es sein, dass ich heute 1000 Partikel finde und wenn ich dieselbe Untersuchung 3 Tage später durchführen würde, dass ich keinen einzigen Partikel finde. Und das macht die Mikroplastikforschung natürlich so schwierig auch. Zudem ist es auch nicht ganz so einfach, Mikroplastik tatsächlich aus Umweltproben zu identifizieren. Und da kann der Herr Imhoff auch ein großes Lied davon singen. Denn es ist nicht so einfach wie hier in meiner linken Hand am Plastic Beach auf Hawaii, dass man einfach ein Stückchen Sand in die Hand nimmt und dann nur Plastikpartikel in der Hand hat und diese dann zählt, sondern wir analysieren auch Plastikpartikel, die viel, viel kleiner sind wie der Durchmesser eines menschlichen Haares. Und von dem her ist es wirklich die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Dabei ist es auch wichtig, was ist eigentlich eine repräsentative Stichprobe? Denn Mikroplastik ist nicht homogen in der Umwelt verteilt. Das heißt, wie viel Volumen an Wasser beprobe ich überhaupt und wo nehme ich beispielsweise meine Probe, um wirklich diese Mikroplastikkontamination nachweisen zu können? Verzeihung. Und dabei haben wir am Anfang immer mit einem Manta-Troll gearbeitet. Mittlerweile, das sieht so ähnlich aus wie eine Rakete, haben wir eine eigene Filterkaskade mit 2 Firmen zusammen entwickelt, BH Jena und Nägele, die für repräsentative Stichprobennamen tatsächlich dann eben auch sorgt. Allerdings, was passiert denn mit der Probe? Und wenn ich das so salopp sagen darf, im Regelfall hat man einen Eimer voll Dreck. Und aus diesem Eimer voll Dreck muss man dann die einzelnen Mikroplastikpartikel tatsächlich identifizieren. Und es ist nicht besonders trivial, denn am Anfang muss man die potenziellen Mikroplastikpartikel von den mineralischen Bestandteilen trennen und dann bleibt übrig die potenziellen Mikroplastikpartikel und das entsprechende organische Material, sprich Reste von Blättern, Äste, aber auch Reste von Tierpanzern wie Insektenpanzern oder Krebspanzer. Und die haben oftmals die gleiche Dichte wie die entsprechenden Kunststoffsorten und sehen auch noch genauso aus wie die entsprechenden Kunststoffsorten. Und von dem her muss man natürlich dann auch das organische Material entfernen, bevor man die Proben tatsächlich analysieren kann. Und ein weiteres großes Problem, das wir alle sehr schmerzhaft lernen mussten, im Labor ist alles aus Kunststoff. Und das bedeutet, wenn ich diese Spritzflasche auf und zu drehe, habe ich Mikroplastik generiert, das ich dann in meiner Probe habe. Und von dem her muss man dann natürlich Materialien entwickeln, wie beispielsweise hier diese druckluftgetriebene Spritzflasche, die es dann ermöglicht, tatsächlich plastikfrei im Labor zu arbeiten. Und mittlerweile haben wir unser gesamtes Labor tatsächlich plastikfrei oder fast plastikfrei eingerichtet, sodass wir möglichst wenig Kontamination aus der Probenprozessierung dann erhalten. Wir haben dabei hier in Zusammenarbeit auch mit der TU München eine neue Methode entwickelt, um Sediment von den potenziellen Plastikpartikeln zu trennen. Mittlerweile gibt es schon Version 4.0. Wir haben auch in Zusammenarbeit mit dem Alfred-Wegener-Institut dann eine Methode entwickelt, um das organische Material zu verdauen, die sehr gut funktioniert, wie Sie hier sehen. Das ist Ausgangsmaterial und das hier ist das Material zum Schluss. Es ist immer noch ein bisschen organisches Material vorhanden, aber das meiste ist verdaut. Das Problem an der Sache ist nur, es dauert extrem lang. Und das bedeutet, für eine Umweltprobe haben wir zwischen 4 und 6 Wochen benötigt, um nur eine einzige Probe zu analysieren. Und das ist wirklich eine extrem lange Zeit, um wirklich nur eine Probe zu analysieren. Wenn man dann die Proben aufgereinigt hat, kann man dann entweder diese mittels thermoanalytischer Verfahren oder spektroskopischer Verfahren analysieren. Wir verwenden spektroskopische Verfahren. Und in der Studie am Gardasee haben wir noch 3 Monate gebraucht, um 3 Filter zu analysieren. Und hier sehen Sie einen Filter. Mittlerweile können wir zumindest am Tag einen Filter analysieren und das Ganze wird automatisch ausgewertet. Und das haben wir entwickelt in einer Zusammenarbeit mit der Universität Wien. Und nur die
bunt eingefärbten Partikel, wie Sie hier sehen, sind tatsächlich Plastikpartikel und alle anderen Partikel sind noch Reste von organischem Material oder Sedimentpartikel. Obwohl die Mikroplastikanalytik immer noch eine Evolution darstellt, das heißt, wir sind immer noch nicht am Ende, die Mikroplastikanalytik zu verfeinern, können wir trotzdem sagen, Mikroplastik findet sich wirklich überall in unserer Umwelt. Jetzt stellt sich aber die Frage, was macht es überhaupt aus, dass wir Plastik in unserer Umwelt finden? Denn möglicherweise ist es ja nur ein ästhetisches Problem. Es sieht nicht schön aus, wenn wir Müll in der Umwelt finden. Denn jeder möchte natürlich gern auf so einem schönen, aufgeräumten Strand Urlaub machen und keiner an einem mittlerweile naturbelassenen Strand. Und zudem ist natürlich die unsachgemäße Entsorgung von Plastikmüll eine Verschwendung von Ressourcen. Was es aber wirklich an der Thematik bewegt, ist, dass es möglicherweise Effekte auf Organismen, Ökosysteme und letztendlich natürlich auch auf unsere Gesundheit haben könnte. Und es ist sehr schön dargestellt hier in diesem Bild, use is a difference, a turtle does not. Denn sehr viele Organismen verwechseln Plastikpartikel mit natürlicher Nahrung. Wie beispielsweise diese Schildkröte, die gern Quallen frisst, frisst ab und zu Plastiktüten und verendet dann möglicherweise an diesen Plastiktüten. Dabei ist die Aufnahme, das heißt nur das Aufnehmen von Plastik mit der Nahrung, im marinen Ökosystem bei über 250 Arten mittlerweile nachgewiesen worden. Bei sehr kleinen Arten wie Planktonorganismen bis hin zu ganz großen Arten wie diesem Mantarochen. Das Gleiche gilt auch mittlerweile für Süßgewässerorganismen. Und auch hier hat der Herr Imhoff einen sehr wichtigen Beitrag dazu geleistet. Das heißt, sehr viele Organismen im Süßgewässer, wie beispielsweise Schnecken, Bachflohkrebse, Würmer, aber auch filtrierende Organismen wie Wasserflöhe oder Ostrakoden können Mikroplastik zusammen mit ihrer Nahrung aufnehmen. Und alle orangen Punkte, die Sie hier sehen, sind Mikroplastikpartikel im Verdauungstrakt dieser Organismen. Und all diese Organismen sind natürlich wiederum Nahrung für höhere trophische Ebenen wie Fische. Und aus dem Grund ist es auch nicht verwunderlich, dass man auch Mikroplastik im Magen und im Verdauungstrakt von Süßgewässerfischen findet. Die Historie geht aber auch hier weiter. Auch im terrestrischen Ökosystem konnte man zeigen, dass Organismen Mikroplastik mit ihrer Nahrung aufnehmen. Beispielsweise Regenwürmer, aber auch Springschwänze, aber auch der Top-Predator nimmt Mikroplastik zusammen mit der Nahrung auf. Das heißt, auch wir Menschen können tatsächlich Mikroplastik zusammen mit unserer Nahrung aufnehmen. Jetzt stellt sich aber trotzdem die Frage, was macht es aus, dass wir Mikroplastik verschlucken? Das heißt, was sind eigentlich die Risiken? Bei großen Plastikfragmenten ist es relativ offensichtlich. Da können sich sowohl aquatische Organismen als auch terrestrische Organismen in diesen Kunststofffragmenten verheddern und natürlich dann auch möglicherweise eingehen. Zudem können aber auch Kunststoffpartikel und auch große wie auch kleine Fragmente als Vektor zum Beispiel für invasive Arten, aber auch Krankheitserreger dienen. Denn Kunststoffe sind sehr langlebig und werden über sehr weite Strecken, vor allem im aquatischen Raum, transportiert und können damit Organismen von einem Ökosystem ins andere transportieren. Und wenn diese Organismen dann im anderen Ökosystem sich etablieren und die einheimische Flora und Fauna verdrängt, bezeichnet man diese als sogenannte invasive Arten. Zudem wurde auch nachgewiesen, dass auch Krankheitserreger tatsächlich mit dem Plastik über längere Strecken verdriftet werden können, sodass dies auch eines der indirekten Effekte sind, die man mit Plastik vermutet. Zudem konnten wir in unserer Arbeitsgruppe auch zeigen, dass Plastikmüll in der Umwelt in aquatischen Ökosystemen die chemische Kommunikation stört. Denn an Kunststoffen absorbieren andere Chemikalien und diese Chemikalien dienen der Kommunikation zwischen diesen Organismen, beispielsweise zum Auffinden von Geschlechtspartnern oder zum Detektieren von Fressfeinden. Und wenn diese chemische Kommunikation gestört ist, kann es dazu führen, dass es ganz drastische Auswirkungen im Nahrungsnetz hat und somit könnten ganze Ökosysteme dadurch eben auch mit gestört werden. Allerdings haben Plastikfragmente nicht nur in aquatischen Systemen Auswirkungen, sondern möglicherweise auch in terrestrischen Ökosystemen. Und hierbei nimmt man an, dass Plastik vor allem auf Ackerflächen zum einen die Bodenfunktionen verändern kann, das heißt das Wasserspeichervermögen vom Boden, aber auch die Zusammensetzung der Mikroorganismen, die ebenfalls für die Bodenfunktionen sehr wichtig sind. Und hierbei konnten erste Studien schon zeigen, dass die Mikroorganismen, die sich im Boden befinden, verändert werden, wenn sich zugleich Kunststoff im Boden befindet. Und eine erste Studie konnte zeigen, dass durch Kunststoff im Boden das Wachstum sowohl der Bodenorganismen, aber auch der pflanzlichen Organismen tatsächlich beeinträchtigt ist.
Zudem deuten erste Studien darauf hin, dass nicht Mikroplastik, aber Plastikpartikel im Nanobereich möglicherweise auch von Pflanzen aufgenommen werden könnten und sich somit möglicherweise eben auch in der Nahrungskette anreichern könnten. Und dies bedeutet, wir und auch andere Organismen nehmen tatsächlich Mikroplastik zusammen mit unserer Nahrung auf. Jetzt stellt sich die Frage, was hat das für einen Effekt? Bei größeren Plastikfragmenten ist es nachgewiesen, dass natürlich der Verdauungstrakt geschädigt werden kann. Und was man hier sieht, ist ein Albatrossjunges und das ist der Mageninhalt eines Albatrossjungen. Und daran kann man schon ersehen, dass dieses Albatrossjunge nicht überlebt hat. Und in manchen Regionen, die Eltern füttern ihre Jungen mit diesem Plastikmüll. Und in manchen Regionen sind die Populationen von bestimmten Wasservogelarten dementsprechend drastisch zurückgegangen. Was macht es aber aus, wenn wir jetzt Plastik mit unserer Nahrung zu uns nehmen? Neue Studien zeigen, dass wir möglicherweise zwischen 40.000 und 50.000 Plastikpartikel jährlich mit unserer Nahrung zu uns nehmen. Und jetzt stellt sich die Frage, was macht das aus? Denn wir schlucken nämlich ab und zu auch mal einen Kirschkern und der geht auch wiederum den Weg alles Irdischen und das ist auch sehr schön dargestellt in dieser Studie. What goes in must come out. Möglicherweise hat es gar keinen Effekt, dass wir oder andere Organismen kleine Mikroplastikpartikel mit der Nahrung aufnehmen. Allerdings werden trotzdem bestimmte Risiken mit der Aufnahme von Mikroplastik vermutet. Zum einen könnten die Polymere an sich oder die Additive, das sind Chemikalien, die bei der Herstellung der Kunststoffe verwendet werden, toxisch sein oder hormonelle Wirkung auf den aufnehmenden Organismus entfalten. Hierzu gibt es Studien, die darauf hindeuten, dass es möglicherweise der Fall sein kann, dass diese Additive tatsächlich in den Verdauungstrakt übergehen. Es gibt aber auch Studien, die das sehr kritisch ansehen, die darauf hindeuten, dass es eine vernachlässigbare Aufnahme von Additiven gibt. Und dementsprechend ist es trotzdem aber egal, ob in den Verdauungstrakt von Organismen diese Additive übergehen oder ob diese Additive in der Umwelt aus dem Kunststoff herausgehen. Wenn diese tatsächlich toxisch sind oder hormonell wirken, wirken sie generell in der Umwelt und nicht nur im Verdauungstrakt der Organismen. Ein weiteres Risiko, das diskutiert wird, dass sich auch Schadstoffe an der Oberfläche von Kunststoffpartikeln anhaften können und diese dann in erhöhter Dosis aufgenommen werden könnten. Auch hier gibt es Studien, die darauf hindeuten, dass es möglich sein kann, auf die Idee ist man gekommen, dass sich weltweit an diesen Rohplastikpellets höhere Konzentrationen an Schadstoffen befinden wie im umgebenden Wasser. Und dementsprechend hat man dann Kunststoffpartikel mit diesen Schadstoffen beladen. Und es gibt erste Studien, die darauf hinweisen, dass möglicherweise diese Schadstoffe dann im Verdauungstrakt abgegeben werden. Es gibt aber auch Studien, die auch das sehr kritisch sehen, das heißt, dass möglicherweise diese Schadstoffe nicht im Verdauungstrakt abgegeben werden, sondern dass möglicherweise Plastikpartikel in unserem Verdauungstrakt sogar reinigenden Effekt haben, dass Schadstoffe, die generell in unserem Körper sind, mit den Plastikpartikeln auch nach außen getragen werden. So viel zu den Plastikpartikeln tatsächlich im Verdauungstrakt. Allerdings kann auch die reine Darmpassage tatsächlich von diesen Mikroplastikpartikeln Auswirkungen auf den Organismus haben, nämlich Auswirkungen auf unser sogenanntes Darmmikrobiom. Und das ist umgangssprachlich gesprochen unsere Darmflora, das heißt die Mikroorganismen, die essentiell für unsere Darmfunktion sind. Beispielsweise spielen sie eine wichtige Rolle in unserem Immunsystem, aber auch bei der Aufnahme von Nährstoffen. Und bei Fischen und Mäusen wurde gezeigt, dass bei der Aufnahme von Mikroplastik es tatsächlich dazu kommt, dass unser Darmmikrobiom gestört wird. Zusätzlich nimmt man auch an, dass diese Mikroplastikpartikel unseren Verdauungstrakt mechanisch schädigen könnten. Aber die größte Gefahr, die man sieht, ist, dass diese Mikroplastikpartikel nicht nur durch den Verdauungstrakt durchgehen, sondern vom Verdauungstrakt ins Gewebe übergehen könnten. Und dies wurde beispielsweise bei Muscheln gezeigt, aber auch bei Krebsen gezeigt und auch bei Würmern gezeigt, dass dieses Mikroplastik nicht nur im Verdauungstrakt bleibt, sondern tatsächlich vom Verdauungstrakt in Gewebe und in Zellen übergehen kann. Und dabei gibt es schon erste Hinweise darauf, dass dieser Übergang, das heißt diese Translokation von Mikroplastik ins Gewebe, eben auch zu entzündlichen Reaktionen führen könnte. Dabei stellt sich aber die Frage, so ein Verdauungstrakt von einer Muschel oder auch von einem Wurm sieht natürlich ganz anders aus wie unser Verdauungstrakt. Das heißt, würde das auch uns als Menschen betreffen? Und hierzu ist es eigentlich schon sehr lange bekannt, vor allem aus der pharmazeutischen Forschung, dass inertes partikuläres Material auch vom Verdauungstrakt von Säugetieren ins Gewebe übergehen kann. Und genau in der Größenordnung, in der wir Mikroplastik auch in den Umweltproben finden.
Und dies wird bereits in der pharmazeutischen Forschung sehr häufig eingesetzt. Hier sehen Sie beispielsweise Latexpartikel, die vom Verdauungstrakt ins Gewebe übergegangen sind. Und es wird dazu verwendet, um beispielsweise Medikamente vom Verdauungstrakt zielgenau in das entsprechende Gewebe zu transferieren. Das heißt, es besteht auch die Gefahr, dass dieses Mikroplastik in unserem Verdauungstrakt tatsächlich in unser Gewebe und in unsere Zellen übergehen könnte. Zudem haben Sie ja vorher bereits gehört, dass Mikroplastik auch über die Atmosphäre verdriftet wird. Und dabei haben dänische Kollegen gezeigt, dass pro Kubikmeter Luft, die wir einatmen, sich bis zu 16 Mikroplastikpartikel befinden. Und das bedeutet, gerade wenn wir hier in diesem Raum sind, ich atme wahrscheinlich mehr Mikroplastikpartikel ein als Sie, weil ich spreche gerade und atme deswegen viel mehr als Sie. Aber das heißt, jeder in diesem Raum atmet wahrscheinlich in diesem Moment, in dem wir hier sitzen, tatsächlich eben auch Mikroplastik mit der Luft ein. Und welche Effekte dies hat, wissen wir bis dato noch überhaupt nicht. Das heißt, es gibt noch keine Studien dazu, was es ausmacht, dass wir Mikroplastik tatsächlich auch mit einatmen. Das meiste an Mikroplastik bleibt wahrscheinlich an unseren Schleimhäuten hängen und wir schlucken es dann wieder ab. Und dann ist die Frage, was passiert dann in unserem Verdauungstrakt wieder mit diesem Mikroplastik? Sie sehen, es gibt viel, viel mehr Fragen als Antworten und dementsprechend gibt es zur Thematik Mikroplastik immer noch sehr dringlichen Forschungsbedarf. Und dabei ist eine der großen Fragen, warum gibt es Studien, die mit der gleichen Polymersorte Effekte auf unterschiedlichen Ebenen gezeigt haben. Und es gibt aber auch genauso viele Studien, die bei der Exposition mit Mikroplastik keine Effekte zeigen konnten. Auf dieselben Organismen, auch mit derselben Polymersorte. Und das hängt damit zusammen, zum einen natürlich, dass unterschiedliche Studien mit unterschiedlichen Konzentrationen durchgeführt worden sind. Und wenn ich natürlich sehr, sehr hohe Konzentrationen verwende, sind irgendwelche Effekte irgendwann mal unvermeidbar. Das heißt, man wird irgendwann mal sowieso einen Effekt sehen, wenn man extrem hohe Konzentrationen verwendet. Allerdings, was der hauptsächlichste Punkt dabei ist, ist, dass Mikroplastik nicht gleich Mikroplastik ist, obgleich man immer nur von Mikroplastik hört. Wir sprechen auch nicht nur von den chemischen Schadstoffen in der Umwelt. Denn Mikroplastik besteht aus ganz, ganz unterschiedlichen Polymertypen mit unterschiedlichen chemischen und physikalischen Eigenschaften, die alle in einer unterschiedlichen Größe und Form in der Umwelt vorliegen, die unterschiedliche Oberflächenbeschaffenheiten aufweisen und, um das Ganze noch komplexer zu machen, die in der Umwelt in unterschiedlichen Abbaustufen vorliegen. Und dementsprechend sind alle diese Eigenschaften dafür verantwortlich, wie diese Mikroplastikpartikel in der Umwelt abgebaut werden, wie sich diese Mikroplastikpartikel in der Umwelt verhalten und welche Effekte diese Mikroplastikpartikel tatsächlich auf Organismen und Ökosysteme haben. Und das heißt, es sind extrem komplexe Zusammenhänge, denn es kann sein, dass nur eine ganz bestimmte Eigenschaft von einem ganz bestimmten Polymertyp für die Effekte verantwortlich sind und alle anderen Mikroplastikpartikel einfach durchgehen wie der vorher genannte Kirschkern. Und genau diese komplexen Zusammenhänge möchten wir in unserem Sonderforschungsbereich untersuchen. Dieser Sonderforschungsbereich mit dem relativ sperrigen Titel, für den ich aber auch verantwortlich bin, nennt sich Mikroplastik, Gesetzmäßigkeiten der Bildung, des Transport, des physikalisch-chemischen Verhaltens sowie der biologischen Effekte von Modell zu komplexen Systemen als Grundlage neuer Lösungsansätze. Und in diesem SFB möchten wir zum einen ausgehend von den physikalischen und chemischen Eigenschaften der Kunststoffe analysieren, wie diese Kunststoffe sich in der Umwelt verhalten, wie diese Kunststoffe in der Umwelt abgebaut werden und welche biologischen Effekte diese unterschiedlichen Eigenschaften auf unterschiedliche Organismen und Ökosysteme haben, um dann in der Zukunft die Eigenschaften ableiten zu können, die tatsächlich umweltrelevant sind, um wirklich sagen zu können, was ist das Umweltrisiko von Mikroplastik, das wir heute noch nicht wirklich sagen können, was das tatsächliche Risiko darstellt. Und natürlich auch aufgrund der Eigenschaften, die wir herausfinden, natürlich auch neue Lösungsansätze, dass wir diese entwickeln können, beispielsweise bei Kunststoffen, wo ein Abrieb in der Umwelt relativ unvermeidbar ist, dass diese Eigenschaften aufweisen, die dann keinerlei schädigende Effekte mehr auf Organismen haben. Dabei bedarf es natürlich ein sehr hohes Maß an Interdisziplinarität. Und dieses hohe Maß an Interdisziplinarität ist tatsächlich an der Universität Bayreuth vorhanden. Denn das ist das erste Mal, dass tatsächlich Umweltwissenschaftler ganz eng zusammenarbeiten mit Chemikern, mit Physikern, mit Ingenieuren, um tatsächlich die Eigenschaften entschlüsseln zu können, die wirklich umweltrelevant ist und nicht nur sagen zu können, was ist schlecht, sondern diese Erkenntnisse so zu transformieren, dass wir dann wirklich nachhaltige Lösungen tatsächlich generieren.
Und wenn Sie mehr zu unserem SFB wissen möchten, hier nochmal die Adresse sfb-mikroplastik Uni Bayreuth, finden Sie ganz einfach, wenn Sie die ins Internet eingeben. Und hierbei möchte ich mich auch nochmal bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft für die Förderung für diesen Sonderforschungsbereich natürlich auch bedanken. Und unsere Vision dabei ist, dass wir tatsächlich es schaffen für die Zukunft, dass Umweltwissenschaftler viel näher mit Chemikern und aber auch mit Materialwissenschaftlern zusammenarbeiten, dass wir für die Zukunft wirklich Materialien entwickeln, die nachhaltig sind und wir nicht als Umweltwissenschaftler immer sagen müssen, es war jetzt nicht ganz so optimal für unsere Umwelt, sondern dass wir gleich bei der Produktion und beim Design der Produkte mit dabei sind. Denn obgleich der Problemlöser zum Problem geworden ist, steckt in dieser Thematik extrem viel Innovationspotenzial für unsere Zukunft, für nachhaltige Lösungen. Trotzdem können wir natürlich nicht warten, bis wir alle unsere Ergebnisse haben, sprich, was jetzt? Und das ist auch das, was wahrscheinlich jeden Einzelnen interessiert. Zum einen natürlich sollten wir das Bewusstsein wecken für die Thematik, und das ist auch der Grund, warum ich heute da bin. Natürlich nicht nur in der breiten Öffentlichkeit, sondern eben auch bei den Entscheidungsträgern und auch in der Industrie. Allerdings kann natürlich auch jeder Einzelne was dazu beitragen, dass weniger Plastikmüll sich in der Umwelt befindet. Und das ist sehr schön dargestellt hier in diesen schönen R's. Reduce, Refuse, Reuse, Recycle, Repair and Rethink. Das heißt, wir sollten weniger Müll, hier habe ich extra ein Bild von der Isar genommen, weniger Müll ans Ufer der Isar schmeißen. Wir sollten möglicherweise, wo es geht, auf Einwegprodukte verzichten, wo es auch Mehrwegprodukte gibt. Man sollte Kunststoffprodukte natürlich mehrfach verwenden und natürlich auch, wenn sie ihr Lebensende erreicht haben, diese auch dem Recycling zuführen. Und dabei auch bedenken, wir können in den Urlaub fahren mit vollen Tuben. Wir können die leeren Tuben auch wieder zurücknehmen, denn die meisten Urlaubsdestinationen haben kein wirklich gutes Müllentsorgungssystem. Und wir könnten natürlich überlegen, ob wir manche Dinge auch wieder reparieren können oder ob wir wirklich alles gleich wegschmeißen müssen und was Neues kaufen müssen. Und natürlich, egal ob diese Tasche aus Kunststoff ist oder nicht, wenn man sie mehrfach verwendet, ist es besser, als wenn man tatsächlich nur immer jedes Mal eine neue Tüte dann verwendet. Allerdings, der Appell an jeden Einzelnen bringt meistens sehr wenig. Ein paar machen mit, die meisten nicht. Denn wie Sie hier sehen, das war eine Initiative des Bundesministeriums des Inneren 1979. Die Umwelt erstickt in Plastiktüten, die Einkaufstasche kann es verhüten. Wie Sie sehen, ist seit dieser Zeit relativ wenig passiert. Das heißt, es ist natürlich auch der Entscheidungsträger gefragt. Allerdings sollte er dabei nicht nur die Wählerstimmen befrieden, sondern dabei auch überlegen, ob die Entscheidungen wirklich ökologisch nachhaltig sind. Und dabei bedarf es natürlich auch einiges an Überlegungen. Denn obgleich es mittlerweile Bestrebungen gibt, wie diese Bücher hier, besser leben ohne Plastik und sogar noch besser leben ohne Plastik, möchte ich meinen Vortrag beenden mit länger leben mit Plastik. Denn es ist in dem Regelfall nicht das Material, was die Probleme verursacht, sondern unser Umgang mit diesem Material. Und damit möchte ich mich natürlich bei der DFG nochmal bedanken, aber auch bei allen anderen Förderorganisationen und bei unseren Kooperationspartnern, bei unserer sehr agilen Arbeitsgruppe, bei Ihnen, dass Sie mein Daumenkino ertragen haben, und Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön.